Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 501 von The Witcher 3 Wild Hunt, Part 126 vom New Game Plus. Ich habe meine Drohung wahrgemacht. Ich habe alles gemacht, so wie ich es gesagt hatte. Also, was habe ich denn gemacht jetzt? Was hat er gemacht? Und zwar habe ich die neuen Oberkörperrüstungen hergestellt. Da muss ich euch zuerst was anderes zeigen. Und zwar das hier. Das haben wir im letzten Part gefunden. Und ich habe es eigentlich dann gar nicht mehr gezeigt, obwohl ich es noch kurz erwähnt hatte. Benötigte Stufe 69. Halt einen Kriegsaxt der wilden Jagd. 18 Schaden mehr als jetzt. 200 Rüstungsdurchbohrung und kritischer Trefferbonus nochmal 50%. Also ich denke mal, im normalen Spiel eine der stärksten Waffen, würde ich mal behaupten. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, die werde ich mal auf jeden Fall speichern, also in die Kiste legen und hoffentlich irgendwann dran denken. Oder wie die Undwieger-Rüstung aus Versehen verkaufen. Das kann natürlich auch passieren. So, ihr seht es ja, Geld haben wir auch genug. Ich habe halt all möglichen Kram verkauft oder in die Rüstung, in die Kiste zurückgelegt. Diese ganzen kleinen Steinchen und so weiter habe ich in die Kiste gelegt. Und jetzt haben wir halt diese Rüstung, wo noch gar keine Verbesserungen drauf sind. Wir brauchen also dringend auch den Runenschmied, dass der uns da was Schönes draufhaut. Ich könnte natürlich die Zauberverstärkungen drauf machen, aber die spielen bei meiner Skillung jetzt überhaupt keine Rolle. Und wir können hier jetzt bald auch neue Stiefel bekommen, wobei die Undwieger-Rüstung da echt richtig stark ist. Müssen wir mal gucken. Die gehen wir uns ja, glaube ich, jetzt noch holen. Legendäre Bärenhose, die haben wir auch noch nicht verbessert. Okay, keine Ahnung. Machen wir einfach mal weiter. Warum habe ich die noch nicht verbessert? Keine Ahnung. Um die Verbesserung der Stiefel zu finden, Teil 1. Naja, egal. Machen wir einfach mal weiter. Ich bin jetzt hier runter gereist. Das muss ich vielleicht noch ganz kurz zeigen. Das habe ich ja schon im letzten Part gezeigt. Hierhin nach Skellige, vom Hafen von Holbenstein nach oben in diese Höhle. Da können wir diese Verbesserung der Bärenausrüstung finden. Und, echt? Gegner? Gegner ist nicht cool. Doch, Gegner ist cool. Wenn sie cool sind, sind sie cool. Also, wenn sie Erfahrungspunkte geben, das wollte ich eigentlich sagen. So. Ein bisschen Erfahrungspunkte geben sie. Ich glaube einen. Egal, bei der Summe ist das natürlich auch nochmal ganz cool. Wenn da ein paar Gegner kommen, dann kriege ich auch pro so kleinen Gegner ein paar Erfahrungspunkte. Also einen, wie gesagt. Und das summiert sich ja dann irgendwann auch mal auf. Plus die ganzen Sachen, die sie fallen lassen, die ich vielleicht im New Game Plus auch mal brauche. Habe ich ja auch schon mal thematisiert, dass sie da mit den Mutagenen was machen wollen. Und ich habe jetzt schon so viele Mutagene, dadurch, dass ich ja im New Game Plus... Habe ich New Game Plus gesagt? Ich bin im New Game Plus, aber durch das Add-on natürlich. Im Add-on könnte sich da ein bisschen was verändern. Dann wollen sie vielleicht auch was am Mutagensystem machen. Das habe ich ja schon erwähnt. Und vielleicht ist es ja sowas von wegen, hab 20 grüne Mutagene und du kannst komplett amok laufen. Was weiß ich. Mal gucken. So, jetzt sollen wir hier in diese Grotte rein. Hier ist auch das Hexer-Symbol, dass es hier was zu finden gibt. Da ist er, der Wolf. Wer auch immer diese Sachen da immer reingeritzt hat, ist die andere Frage. Und da ist irgendein Gegner oder so. Und es könnte mal wieder relativ dunkel werden. Deswegen hole ich meine Fackel raus. Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wie der kombiniert, der Konso. Das ist der Knaller. Oh. Hast du gegessen? Das klingt nach Trollen. Pepper-Gulasch. Die Zwiebel. An die kann ich mich noch erinnern. Ist das nicht sogar eine Quest? Hallo? Oh, die greifen doch direkt an. Jetzt ist es keine Quest. Moment mal. Ist das nicht die Quest, wo wir diesen, wo dieser Typ hin... Also, wie heißt... keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ein Problem. es gibt doch diesen komischen... Wo ist auch diesen Taler? Genau, Taler heißt er. Wie mache ich das da jetzt am besten? Lass mich vermöbeln. Dann machen wir es halt mit den... Oh Gott, der schlägt böse ein. So, ich hole jetzt doch den Trank Katze. Vielleicht gibt es Taler in diesem Spielstand auch gar nicht. Ich habe da ja irgendwas importiert, was ich nicht wusste, was ich da eigentlich treibe. So, Katze, dann kann ich die Fackel weglegen. So, weil ich glaube, hier an der Stelle ist doch Taler normal von denen gefangen genommen und muss bei denen bleiben oder was. Und jetzt ist er entweder noch nicht hier, weil ich die Quest noch nicht ausgelöst habe, oder ich verwechsel das einfach und das sind gar nicht die Typen. Aber drei Trolle auf einmal, das gab es eigentlich nur an der Stelle oder an ein, zwei anderen Stellen, aber wo die dann auch noch Namen haben und so weiter, was weiß ich. So, machen wir die jetzt einfach mal down. Ich hoffe, das reicht vielleicht auch für ein Level-Up. Wäre ganz geil. Bam. Nein, nerv nicht. Schwindler, nerv nicht rum. So, Schwindler sind schon nervige Typen. Was bei mir alles so rumnervt, ist auch so Wahnsinn. So, der blutet. Der blutende Troll.
Oder ist verbrannt oder Gift oder was weiß ich was. Auf jeden Fall ist irgendwas mitten. Und jetzt ist er ziemlich down irgendwie. Wenn ich jetzt Trollabsud finde, was habe ich mit Trollmutagen? Dann flippe ich aber auch aus. Nee. Vielleicht kann man das Trollmutagen nur an dieser einen Stelle bekommen. Bei diesem Wummewumm. Das wäre auch mal krass, wenn das wirklich so wäre. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Das ist ja schon ein komischer Zufall, dass mit der stärkste Troll im Spiel plötzlich das Trollabsud dann auch hat. Oder vielleicht finden wir hier auch einen Hinweis jetzt auf Thaler, der vielleicht jetzt tot ist. Was hat der mir im Hauptspiel nochmal gebracht, wenn der mitkam? Irgendwas war da auch noch. Hier wird wohl die Verbesserung der verbesserte legendäre Bärenstiefel. Vielleicht sind sie ja gut. Ich glaube, besser als die Untwiegerrüstung sind sie nicht. Aber ja, müssen wir mal gucken. Quest abgeschlossen. Verbesserung der Hexerausrüstung. Was weiß ich. Gut. Wunderschön. War Wahnsinn. Ist das hier der Weg, wo ich herkam? Wahrscheinlich, oder? Ist das wirklich der Weg? Moment mal. Ja, genau. Ich kam hier runter. Ich erinnere mich gerade so wieder. So irgendwie im Kopf. Und dann... Ah, hier geht's gar nicht weiter. Okay, alles klar. Ne, ich dachte schon, da ginge es auch noch weiter. Oh, das freut mich, wenn wir es wirklich noch schaffen, rechtzeitig ins Add-on zu kommen. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Es war auch wirklich ein Heidenaufwand. Ich hoffe, ich habe keinen von euch verbrellt, weil ich euch ein bisschen mit Parts bombardieren muss. Das tut mir in dem Sinne wirklich leid. Das war so natürlich nicht geplant. So, jetzt gucken wir mal weiter. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem euren Spaß und ich versuche es schon so zu strecken, dass es angenehm bleibt, es auch zu gucken, dass man, ja, das seht ihr ja dann, wie ich mich dann so entscheide. Könnte sein, dass ich wieder ein Spezialwochenende mache und ihr das vielleicht hier schon am Spezialwochenende seht. Das habe ich aber auch schon 1000 Mal erwähnt. Warum sage ich eigentlich alles immer 1000 Mal? So, Schema Verbesserung der Bärenausrüstung Teil 2. Verbesserung der Hose und des Stahlschwerts. Jo, das machen wir. Denke ich doch mal auf jeden Fall. Ist immer sinnvoll. So. Der Hose und Stahlschwert, jo, ist egal, was wir zuerst machen. Ich muss sowieso dringend an irgendeine Schnellreisefunktion kommen und vielleicht rasten. Wobei es auch egal ist. Jetzt wird es ein bisschen blendig. Jetzt machen wir das einfach mal so. Jo. Was auch immer blendig ist. Das, was ihr da seht, ist blendig. Und irgendeine Grabspinne verfolgt mich. So, ein Level-Up hat es noch nicht gereicht. Das ist aber auch jetzt nicht wirklich das zwingend schlimme Problem. War auch nicht das Ziel. So, ich versuche nur irgendwie hier den Berg runterzukommen. Komm, Blötze, das schaffst du. So, ich sehe gar nichts, aber ich lasse das jetzt mal so, weil ich davon ausgehe, dass die anderen Sachen auch in irgendwelchen Höhlen sind. Und dann ist das vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir da... Oh, Banditenlager? Nee, sorry, Leute. Ja. Nee, meine Mutter hat mich nicht rausgeschissen. Hör doch auf mit deinen beschissenen Vermutungen, mein Freund. Was mit denen? Hallo? Nee, Jo, ganz locker bleiben. Ganz locker. Nein, Leute, ich mach doch die Waffe weg. Ja, achso, nee, ich mach sie weg. Ich zieh nicht die andere, ich mach sie weg. Was? Nee, ich hab keinen verärgert. Bleib mal ganz locker. Holt mir bloß nicht die Kohle ab. Das habe ich einmal, off-camera habe ich das probiert. Da habe ich gedacht, ich könnte mich ja auch an den Wachen hochziehen. Das ist erstens kläglich gescheitert, zweitens, also obwohl das eigentlich gehen könnte, die sind ja immer so 10, 15 Stufen über mir. Ich habe es nicht wirklich probiert. Ich habe nur mal so kurz auf einen eingeprügelt und habe dann direkt Probleme bekommen. Ach du Scheiße. Jetzt müssen wir auch noch dahin. Oh Gott. So, das sowas ist natürlich nervig. So Inselgeschichten sind mega nervig. Oh Gott, nee Leute, das ist jetzt echt genau das, was ich gar nicht brauche. Naja, hier geht's ja noch. Hier könnten wir so rüberschwimmen. Das machen wir dann auch jetzt. Oh, wie ich dann weiter vorgehe, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir wieder eine kleine Aufnahmepause machen und dann segle ich zu dem anderen Schiff da, zu der anderen Insel da. Boah, wie nervig. Diese Inselgeschichten hier, die nerven. Ja, das ist das Einzigste, was mich schon ein bisschen am Spiel nervt. Das Rumsegeln ist schon, boah, das ist zäh. da brauche ich nicht drum rum zu argumentieren. Das ist wirklich zäh. So, komm, schwimmen wir gerade so rüber, ist egal. Bis ich jetzt da ein Boot gefunden habe, das zwar direkt hier steht, aber egal. Schwimmen wir einfach mal rüber. Und wahrscheinlich ist es jetzt doch eine Inselgeschichte. Jo, es sieht schwer nach Insel aus, also nicht nach Höhle auf der Insel. Ja, naja, egal. Jetzt ist es halt so. Dann bleibt's blendig. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Es kommt davon, wenn man so viel dummes Zeug redet. Ich hatte echt eigentlich noch ein interessantes Gespräch. Dachte ich, dass es interessant sei. Ja, egal. Ja, also wie gesagt, das Segeln, das finde ich doch... Ja, das ist ein bisschen langweilig.
Generell ist mir gestern aufgefallen, wenn man die ganze Story so draußen lässt, wenn man einfach nur da rumläuft und ein bisschen rumfarmt und so. Jo, da gibt's stärkere Spiele, nennen wir es mal so. Das ist dann nicht so geil. Ihr wisst ja, ich feiere das Spiel abgöttisch. Ich find's hammergeil. Das ist, steht außer Frage. Nur, jo, wenn man dann wirklich nur Schwachsinn macht, dann kann das Spiel das auch nicht mehr retten. Ist eigentlich auch logisch. So. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Ich denke mal, hier soll das dann auch sein, oder was? Und da vorne ist es direkt schon. Ja, ne, hier direkt schon rechts. Echt jetzt? Das war ja super leicht. Ja, Schema. Verbesserte legendäre Bärenhose. Und hier kann ich's. Nein. Wobei, Eis? Hallo, das ist doch Felsen. Oder kann ich das aufsprengen? Also, Druckwelle. Way. So ist es. Und dann komme ich wo raus? Nirgendwo. Hallo? Hexer? So, gut, jetzt bin ich schon mal auf der anderen Stelle rausgekommen. Jetzt könnte ich da 800 Meter in die Richtung schwimmen. Das könnte ich tatsächlich machen und das näher rausschneiden. So, boah, nee. Ist immer mega nervig. Komme ich hier irgendwie an ein Schiffchen dran oder so? Gut, hier sind alle Schiffchen zerstört. Ja, die Rüstung hier raus haben wir uns ja geholt. Da sind noch irgendwelche Gegner. Die gucke ich mal noch kurz an. Vielleicht bringen die mir noch ein ganz brutales Level ab. Man weiß ja nie. Hier kommt der blinde Hexer. Mit seiner Axt der wilden Jagd, die er nicht nutzen kann. So, oh, Nebling, Stufe 56 hat sich wirklich gelohnt. Dann kommen wir her. Oh Gott, das ist natürlich jetzt ein bitterer Kampf. Der ist eh schon kaum zu sehen. Wobei man eigentlich so fast noch ganz gut sieht. So, komm her. Nebling und stirb und gib mir Erfahrungspunkte. Komm, das muss ein Level-Up sein. Hallo, Leute. Och, nö, jetzt. Und noch so ein Nebling? Ernsthaft? Jo, gut, dann machen wir das. Dann gucke ich mal gleich auf die Karte. Jawohl, verfügbare Punkte 10. Oh, die könnte ich direkt investieren. Direkt im Add-on können wir die investieren. Sehr, sehr geil. Was macht der da? Da wird rumgerutscht. So, gucken wir mal auf die Weltkarte. Will ich jetzt echt darüber schwimmen? Ist ja mal mega beschissen. Oh, nee, Leute, oder? Boah. Ja, aber ich glaube ernsthaft, dass ich das jetzt abziehe. Das bringt sonst eh nichts. Ich schwimme gerade hier vorbei, so. Komm, machen wir da. Make schwimmen. Wollt ihr das sehen? Sehr wahrscheinlich nicht, ne? Will ich das rausschneiden? Jo, kann ich machen. Ich schneide es raus. Dann sehen wir uns gleich. Ich schwimme jetzt darüber. Da ist ja sowieso nur, ja, das wird nur so eine Schatzkiste sein. Die loot ich halt. Da wird jetzt nichts Besonderes drin sein. Und dann schwimme ich weiter zu dem anderen Ding und dann sehen wir uns, also Verbesserung des Stahlschwerts, und dann sehen wir uns dort wieder. Ich freue mich drauf und sage bis gleich. Jo, tschüss. Ja, da vorne in weiter Ferne sehen wir schon die Insel. Also ich bin wieder da. Ich habe ein bisschen geschnitten. Ja, aber ich bin auch unfassbar dämlich, weil ich dachte mir jetzt gerade in der Aufnahmepause, mein Gott, das hätten sie doch können auch besser lösen, dass man da eine Schnellreisefunktion hat und so weiter. Die hat man natürlich, du Depp. Ja, weil, wie geht's natürlich, man muss sich ein Bötchen reinsetzen und dann, wenn so ein Hafen dort ist, so ein Uferzeichen, was weiß ich, dann kann man direkt dorthin reisen. Das haben sie eigentlich ganz groß und toll und super am Anfang erklärt und ich habe natürlich alles vergessen. Da vorne sieht man schon ein Bötchen, also ich könnte so nachher auch zurückreisen zum Beispiel, das macht es auf jeden Fall schon mal einfacher. Oh, ey, hallo, Blendung, hallo. Och, alter Schwede. Ja, was ist denn jetzt los? Katze, bleib ganz locker, bitte. Trank, Katze, bitte. Ich sehe nichts mehr. Hat das wirklich was mit Katze zu tun, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da vorne war irgendwo das Bötchen. Ich schwimme jetzt mal so in die Richtung. Ich denke, hier können wir irgendwo raus. An diese Insel kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Und ich habe keine guten Erinnerungen an die Insel. Oh, hier ist auch ein bisschen was los. Bad Kehr, Almut. Ja, jetzt haben wir sogar noch eine Schnellreisefunktion. Jetzt ist es ganz vorbei. Pirat, yay, Hallöchen. Nein, ich bin nicht rausgeschissen. Wie viel mal dann noch? Das muss ich euch jedes Mal erklären. So, bam. Ja, wir halten mal ein bisschen mehr aus an Hits da von diesen Menschen. Langsam wird auch die Resistenz in dem Bereich mal halbwegs akzeptabel. Natürlich muss ich drauf gucken. Ein Zuschauer hat mir auch geschrieben, dass es Maximalstufe von Resistenzen 75% beträgt. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Monster-Resistenz habe ich schon 75%. Also könnte es sein, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, dass ich vielleicht auf andere auf andere Rüstungen setze oder vielleicht sogar auf andere Hexer-Ausrüstungen. Das könnte schon durchaus sein. Komm, Block. Das wäre jetzt natürlich umso bitterer, wenn ich das jetzt hier verbocke. Oh komm, ich heile mich einfach. Was mache ich denn da? Ne, komm, der da hinten nervt hier. Oh Gott, nervt der rum. So, nein, nix, ja. Stirb, so sieht's aus. Stirb, hab ich. Was ist denn jetzt los? Schwächeanfall bekommen.
Ne, der wird wahrscheinlich geblutet oder sonst irgendwas haben. So, kriegen wir das da jetzt mal hin. Blocken, genau, und dann reinhauen. Das ist eigentlich nicht so schwer. Man kann sich auch echt dumm dran stellen. So, wie gesagt, diese Insel habe ich in nicht so guter Erinnerung. Die war irgendwie nervig, warum auch immer. Vor allem, wenn man mit Katze hier rumrennt. Aber ich mache es jetzt trotzdem nicht anders. Das dauert mir jetzt alles zu lang. Ja klar, ich schwimme ein halbes Jahr durch die Gegend und dann ist mir das zu lang. Aber ja, so ist manchmal, so trifft man manchmal Entscheidungen, die absolut nicht nachvollziehbar sind. Das ist halt so. Hier könnte man noch irgendwas aufschließen, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. So, ich will jetzt eigentlich nur diese Hexerausrüstung finden. Mehr will ich eigentlich jetzt nicht. Dann könnte ich zurückreisen, könnte euch im nächsten Part mitnehmen, indem wir dann vielleicht wirklich die nächsten Sachen suchen gehen. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das tatsächlich machen. Na, wie lange soll ich noch warten? Jo, können noch ein bisschen warten. Nein, ich muss den immer wieder neu erklären. Ja, hier war echt viel los mit Piraten, das weiß ich noch. Oder mit Menschen generell. Das war damals auch relativ nervig. Habe ich das noch nicht so ganz gecheckt mit den Resistenzen. Habe ich das einfach immer so hingenommen, wie es halt eben ist. Sagen wir es mal so. Einfach immer die besseren Sachen angezogen. Also schon ein bisschen auf Resistenzen so geachtet. So eine Mischung praktisch. Jetzt weiß ich, dass man es schon ganz gut durchdenken kann bei dem Spiel. Ist ganz cool gemacht. Es ist ja nicht bei jedem Spiel so. Manchmal ist die Resistenzberechnung und was weiß ich was Berechnung nicht immer ganz so geil und grüne und passt. Ähnlich wie hier die Vergiftung-Berechnung am Anfang war, die war ja auch nicht so geil. Da hat ja auch ein bisschen... Och, ist hier die Hölle los? Ich sag's doch, ich habe das in schlechter Erinnerung. Naja, egal, wir werden jetzt auch hier immer stärker pro Hit, den wir bekommen. Pro Pfeil, den ich eigentlich abbekomme. Das ist eigentlich auch nicht so schlecht, wenn die Pfeile auf mich schießen. Macht das Ganze eigentlich angenehmer, in Anführungszeichen. So. Was ist dann hier los? Ja, das ist dem Thema angenehmer. So. Da ist echt ein bisschen was los. Oh, der Hund, Hund pariert und direkt Schaden gemacht. Das ist ja auch mal cool. Wenn ich einen Hund pariere, bekommt er direkt Schaden. Oh, jetzt wollte ich gerade meinen schweren Schlag da ausholen. Und da passiert das. Ja, komm, hol mal Mutter. Absurder Fahrt. Ist ja wohl klar. So, auch komm, du nervst echt rum. Nein, wie viel Mord da noch? Das raffen die einfach nicht. Das kann ich dir noch tausendmal erklären, dass es nicht so war. Und dass sie bitte meine Mutter nicht beleidigen sollen, das ist echt, jo, macht man einfach nicht. Auch im fairen Kampf und so weiter. Gott, laber ich ein Müll. So, was ist hier los? Ah, hier unten ist noch ein Fragezeichen. War das nicht die Geschichte, könnte gut Ort der Macht sein oder sowas? Weil ich irgendwie glaube, das war eine Quest oder so, kann das sein? Komm, mach. Jawohl, blockieren. Oh, wenn die natürlich mit den Pfeilen immer auf mich schießen, macht es das ein bisschen unangenehm. So, und hier war es irgendwie echt schwer, den Gang nach unten zu finden. Oder, was heißt schwer? Ich hab's ungefähr noch in Erinnerung, aber es war echt irgendwie nervig. So, bam, nix. Stirb, hallo, lass dein Schild fallen. Oh, das ist sowas von ultra nervig. Oh, der hat das Schild auch immer so schnell oben. So, und jetzt machen wir mal was anderes. Druckwelle, genau. Dann... Den hier. Och komm, was ist dann? Das war ganz locker. Das war doch klar, ein Seitenhieb. Was ist dann? Naja, egal. Aber man sieht schon, auch die Resistenzen hier werden so langsam einfach besser, auch wenn jetzt das Greifen absolut natürlich mächtig mitgewirkt hat bei diesem langen Kampf. So, und jetzt würde ich sagen, lasse ich mal gerade alles liegen. Das war irgendwo hier. Hier. Ach, hier vielleicht schon. Verbessertes, legendäres Bärenstahlschwert. Sehr, sehr schön. So. Nur irgendwo hier konnte man dann auch raus. So, wir haben die Verbesserungsdinger da abgeschlossen. Ja, wobei ist man eigentlich fast... Hier irgendwo konnte ich runter, oder? Genau, hier, das sieht doch sehr nach unten aus. Und da können wir vielleicht das Fragezeichen uns noch angucken, was auch immer da unten los ist. Da waren, glaube ich, irgendwelche Gefängnisse oder sowas. Ja, hier ist auch noch ein bisschen was los. Oh ja. Geißböcke sollte ich aufspießen. Nein, auch keine Geißböcke. Kommt her. So, bam. So, und da piekst sich dich weg. Nein, nicht einschließen lassen, Hexer, du Depp. Oh Gott. Ja, das zu dem Thema, meine Resistenzen sind schon gut. Das sind Stufe 42 Gegner und die hauen mich mal ganz locker zu Brei. Aber ich sie eben auch, je. Yeah. So, das holen wir jetzt gerade mal schon mal mit. Kann ich hier was aufstoßen? Nein. Irgendwelche Notizen? Jo, wegen mir, ist mir ganz egal. Das interessiert mich jetzt null, was die hier so sich hin und her schreiben und dafür toll achten und was weiß ich denn alles. Wo ist hier das Fragezeichen? Ah, versteckter Schatz war das, okay. Na ja, gut, wenn wir gerade hier sind, dann machen wir das. Bam. Nee, nein, nicht einkesseln lassen, Hexer.
Jawohl, der Block da ganz gemütlich. Oh, fuck. Was mache ich denn da? Gott, was gehe ich denn jetzt für eine sinnlose Reaktion ein? Nicht Reaktion. Nein. Oh Gott, ich sehe schwarz, ich sehe schwarz. Absolut, absolut. Rafat. Rafat, mach was. Donner, mach was. Gut, okay. Damit kann ich auch leben. Oh Gott, was mache ich denn da? Wie schlecht, ey. Anführer. So, den werden wir jetzt mal down kriegen. Ja, das zum Thema Resistenzen. Mehr muss ich nicht sagen. Oh, und Katze ist ausgelaufen. Wir sehen wieder normal. Es ist Wahnsinn. Ja, das ist also definitiv immer noch meine Schwäche. Da brauche ich mir nichts gut zu reden, was nicht gut zu reden ist. So, aber wie gesagt, ich werde gleich die neuen Bärensachen da herstellen. Bärenausrüstung. Und die haben auch immer wieder 2-3% mehr Resistenz. Und das macht, denke ich mal, direkt schon was aus. Auch wenn sie vielleicht nicht darauf spezialisiert sind, aber jetzt eine spezialisierte Rüstung noch suchen zu gehen, das mache ich jetzt wirklich nicht. Also es dauert mir jetzt wirklich noch zu lang. Das Risiko muss ich einfach eingehen, dass die menschlichen Kämpfe im Moment noch schwieriger für mich sind. Im Moment, wohlgemerkt. So, irgendeinen Schlüssel müssen wir hier noch finden. Oh Gott. Echt, war das hier irgendwo? Das sieht doch nach Schlüssel aus. Kerkerschlüssel, sehr schön. Und hier könnten wir runterjumpen. Habe ich das eigentlich jemals mal gemacht? In den Tod gesprungen? Ne, ich glaube nicht. So. Was soll das jetzt hier? So richtig wissen, was hier los ist, tue ich nicht mehr. Himmelszellen. Nette Idee für ein Gefängnis ohne Gitter. Schade, dass er nicht fliegen konnte. Och, wie ist der Hexer so assi? Ja, es ist irgendwie schade. Skoyatel-Typ war das. Jo, holen wir natürlich mit. Und das ist noch nicht der versteckte Schatz gewesen? Echt nicht? Ernsthaft nicht? Moment mal. Ach, war das damals auch so? Konnte er vielleicht doch fliegen? Wenn ich jetzt da runterfalle, bin ich tot. Ne, es ist doch... Oder ist es ausgegraut? Sehe ich, ist das wieder meine Farbenblindheit oder irgendwas in der Richtung? Ist es ausgegraut oder ist es nicht ausgegraut? Das soll mir jetzt mal jemand beantworten. Keine Ahnung. Ach komm, da wird jetzt schon nicht so Wichtiges sein. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich merke mir es mal vor. Dann können wir uns das mal nochmal ansehen. Oder das hier ist damit gemeint. Weil es auch rot blinkt. Was? Gegerbtes Drakonitenleder. Holen wir natürlich mit. Und irgendwelcher anderer Kram. Ist aber immer noch nicht ausgegraut. Ah, deswegen. Was ist das? Wächterstiefel. Okay, jetzt ist es ausgegraut. Okay, okay, okay. So, jetzt haben wir alles gefunden. Jo, und da würde ich einfach sagen, ich gehe zurück. Sammel die Sachen ein. Mehr mache ich jetzt hier nicht mehr. Kann ich hier noch Sachen aufnehmen? Ja, nur auf... Hexer, machst du da? Werde ein paar Sachen aufsammeln. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann weiß ich eigentlich noch gar nicht, wo wir genau starten. Ich werde jetzt wieder die Sachen herstellen. Vielleicht mache ich das dann mal mit euch. Das weiß ich nicht genau. Mal gucken. Ja, oder ich stelle sie schon vorab her. Wie komme ich da wieder rüber? Hier, mit dem da, oder was? Ui. Ja, ich glaube, das ging auch einfacher, wenn ich einfach da hinten hochklettere. Ja, und wie gesagt, sammeln hier die Sachen ein, reise zurück nach Kertrolde, werde wieder alles Mögliche verkaufen und meine Bärenrüstung verbessern und verstärken. Und da gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ob ich die neuen Teile der Bärenausrüstung dann suchen gehe oder ob wir sonstigen Kram machen. Also wieder gucken, dass wir am Level ein bisschen nach oben kommen. Was natürlich ein bisschen das Risiko hemmt, dass es vielleicht doch nicht reicht. Moment mal, was ist das? Seht ihr das Zeichen auf der Karte? Ach, das waren einfach zwei... Ach, das war zweimal Loot übereinander oder sowas. Ich dachte schon, was ist das? So ein Doppelkreuz praktisch. Oder? Oder irre ich mich da? Nee, keine Ahnung. Was weiß ich? So, auf jeden Fall werde ich alles hier einsammeln. Bin schon jetzt überbelastet. Das kann lustig werden. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich freue mich drauf und sage bis dann. Habt einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.